Hey Leute, heute spielen wir Junktopia. In diesem Spiel geht es darum, irgendwelche Trash-Items einzukaufen, dann irgendeine Geschichte zu erzählen und dann zu hoffen, dass Leute das lustig finden, cool finden und drauf voten. Wer gewinnt, der ist der Krasse und los geht's! Okay. Ich will das kaufen. Es ist so dumm, aber ich liebe es. Leute, schaut nicht über ja, das N von Mitzi, weil da ist ein Amogus. You're up, Mike. Okay. Aham, also, ihr denkt sicherlich, was? Wag es nicht, Mike. Ihr denkt, hä, wieso denn? Was denn? Wag es bloß. Also, manche von euch können vielleicht noch nicht ganz erkennen, was es ist, weil vor allem fehlt auch oben so das Lätzchen, aber nachdem ihr den Namen gesehen habt, wisst ihr alle, was es ist. Es ist Winnie Pooh. Ja, Winnie Pooh. Okay. Alles gut, alles gut. The designer was famous for Disney. It was a character in the classic cartoon Winnie Pooh. Alter, jetzt ja. Hab ich kurz echt Angst. Cobra. Ah. Ich habe euch hier ein Ei. Oh mein Gott. Und es ist nicht nur ein Ei. Oh mein Gott. Es ist ein Pokémon, ein für neues Mythical. Und zwar. So, es ist ein richtig seltenes Sammelstück. Und zwar. So, du kannst es sonst nur im Pokémon Rangers bekommen. Aber ich verkaufe es euch einfach so. Oh mein Gott. Ehrenmann. Ehrenmann. Ein uraltes Spiel vom fucking N. Nintendo DS kaufen. Ein Spiel durch die Emote, die es hat. Du musst auf Like drücken. Hab ich schon, aber da kam nichts. Es ist richtig okay. Heftig und alles. Vielleicht bist du pleite. Es ist Typ Pflanze 4, denke ich mal, es ist schon so im League, also ja. Hat sie nur von mir die Info. Nintendo Daddy, verklag mich nicht. Ich fand's nur lustig, oh mein Gott, bei den Manaphy. Erst da das fand ich's lustig. Okay, Leute. Go off script and dad jokes. Okay. Wir haben hier. Oh mein Gott! Oh mein einen Gott! Super limitierten. Freddy Fazbear. Okay. I'm sold. Also Leute, er ist extrem limitiert und basiert auf dem damals preisgekrönten Video für Franchise Five Nights at Freddy's. Und das ist von der Marke Franco. Damals waren die bekannt als die beste und hochqualitativste Flüchtlinge. Ich hätte zurücknehmen müssen. Nein. Ach, und auch übrigens, vielleicht ist da auch ein Goldbahn drin. Achso, cool. Da kann ich nicht widerstehen. Oh, 6 Volt. Da konnte ich nicht widerstehen. Zu gut. Das sieht so lustig aus. Und dann noch Freddy Fazbear Limited Edition. Ich nehme das Random Item. Was habe ich? Oh! Also, ich habe folgendes. Das sind. Ist ein Prototyp von später. Wie gesagt, das ist ein alter Prototyp von Apples Topseller-Kopfhörern. Und das ist der einzig bekannte Prototyp, ja? Also damit offensichtlich ein. Oh, okay, das sind gute Sachen. Ein Sammlerobjekt in absolutem Wert. Das detailliert auch an sich die Entwicklung der bahnbrechenden Kopfhörer und man kann sie sogar als Eisenschuhe tragen. Shut up and take my body. Okay, ich habe nämlich ein krasses Sammelstück und zwar, es ist dieser kleine Bär, aber es ist nicht nur irgendein Bär. Oh nein, nein. Es ist der kleine Theo-Bär. Er ist der beste Freund von Kindern, aber er mag Kinder auch. Ich bin damit so einen echten Mann oder Frau oder was auch sie sonst noch identifiziert. Der beste Freund eines Kindes, kauf es jetzt. Was? Das letzte Mal gar keinen Sinn. Es ist der Pedo-Bär. Ja, okay, also. Ich habe hier für euch einen wirklich limitierten Paldeon Gary. Von der neuesten Pokémon X SpongeBob Collaboration, das neue Paldeon Gary. Wenn ihr Glück habt, bekommt ihr sogar ein gratis Shiny dazu! Oh mein Gott, hä, hey, das ist doch schon Shiny. Da sind Diamanten dran. Ja, das ist schon ja. Das Shiny.
Was war the name of your set? Oh, beide benennen. Prototypen der Legenden. Pokémon Fan Starter Pack. Streng limitierte Collectors Items. Glas zum Spaß. Pokémon Fan Starter Pack. Das ist böse. Das ist so gut. Pokémon Fan Starter Pack. Ich kann nicht mehr. Oh, Max wird zum Menschen geküsst. Ja. Nee, Mützi! Nee, ich hatte noch mehr. Ja. Du hast grüne Fingernägel. Oh, ist der Fuß, oder? Extrovert. Warum immer ich? Ja, also, okay, Leute, ne? Ich hab hier halt so ein paar Gartenzwerge, ne? Was? Sind halt Gartenzwerge und so. auch bekannt geworden durchs Imagnome-Internet-Meme. Imagnome. Und, ja, kauft's ruhig, wenn ihr wollt. Oder halt nicht, mir egal. Nicht Iggy. Ja, hallo. Hallo. Ja, also ich habe hier Susi, die Pinselstange. Sie mag es gerne sanft. Und ihr seht da unten das Loch und einen Stiel. Das ist auch ihre zweite Sache. Sie hat ein Loch und auch etwas Langes. Dementsprechend ist sie für alle Altersgruppen gut geeignet. Ich gehe all risky. Und hat sich das gelohnt? Ja, ich gehe auch all risky. Ah, Checkout. Oh. Was? Wie kann man das irgendwie ranzoomen? Ja, stimmt, wenn du das Bild ziehst und ein neues Fenster öffnest, dann kannst du da ranzoomen. Ah. Ich check immer noch nicht, was es ist. Okay, dann fange ich halt an. Okay. Hier sehen Sie. Oh mein Gott, es ist ein Sch. Okay, sold. Okay, sold. Du unterteilst dich gerne. Falls die meisten von euch rumschreien, du unterteilst. Oh, das ist ein Pokerus. Oh, das kann man sehen. Das kann man sehen. Das war stark. Also. Wir haben hier. Oh mein Gott, ein Gumba! Ein Gumba aus der Steinzeit. Diese Nachbildung eines Lebewesens tauchte erstmals in der Steinzeit auf. Und es soll einer ausgestorbenen Steinpilzsorte angehören. Zuerst wurde dieses Wesen entdeckt durch den weltbekannten Archäologen Nintendo. Nintendo. Wer heißt denn bitte so? Okay, also. Ihr denkt euch sicherlich, was ist das für eine Scheiße? Aber es ist keine Scheiße. Es ist nämlich Mamas Fall der Fähigkeiten. Und zwar stichst du dich damit ab, wirst du eine coole Fähigkeit bekommen, wirst damit aufwachen. Oder auch nicht. Man kann den Kopf drehen für andere Resultate. Also überlegt es euch zweimal. Vielleicht wollt ihr ja eine Fähigkeit bekommen. Ich dachte, das wäre ein Buttplug. Hab ich auch gedacht. Damit kann man es auch verwenden. Sold. Okay, sold. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich hab gewonnen. Das war unlustig. Okay. Also, meine Damen und Herren, haltet euch gut fest, denn ich habe hier für euch eine Gengar-Purse. Ja, was kann jetzt, dürft ihr klatschen? Okay, aufhören zu klatschen, ich will weiterreden. Manchmal verschwindet dein Geld aus der Tasche. Denn bei diesem Gengar kommt es manchmal in ein schwarzes Loch. Also ob das jetzt oben oder unten gemeint ist, ist euch überlassen. Das weiß ich selber nicht genau. Ich habe noch nicht so viel damit rumgefuchtelt. Und es kann dich auch nachts jumpscaren. Ne? Also falls du ein bisschen Lust hast auf ein bisschen Spaß mit Gengar,
dann bist du ja am richtigen Ort. Okay. Okay, Leute. Ich habe was sehr, 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 sehr Schönes für euch. Und zwar haben wir hier dein eigener Stand. Hättest du FNAF erwähnt, hätte ich gelacht. Hättest du Toy Story genommen, hätte ich richtig. Oder Toy Story, ja. Ja, Toy Story. Hör zu, was er an! Ja? Bevor ihr einfach direkt. Also, er kann die Zeit für eine Minute anhalten. Und er ruft Oras, wenn er zuschlägt. Pokémon? Ja. Omega Rubin Alpha 4, Omega Rubin Alpha 4. Genau. Und ja. Achso, ja. Ich habe euch. Das ist der Gummibär. Das ist ein beliebter Popsänger aus den frühen 2000ern. Und mit seiner Hitsingle Gummibär war für ein Jahr die Nationalhymne aller Länder, Leute. Ja. Er ist in Topform, noch nicht abgelaufen. Ja. Und er kann jederzeit wieder auf die Minute absolut abrocken. Ich glaube, das ist ein Bootleg. Nein, der ist offiziell. Der sieht nicht offiziell aus. Speak up in a proper voice. Warum hast du nicht Toy Story genommen? Oh mein Gott, das ist Speed Dragon! Ich hab der böse Dr. Schweinekopf. Oh mein Gott! Er hat Porzellin-Jennifer und hat eine Affenarmee. Los! Oh mein Gott! Los, wo die sollen aufhalten und in seinem Bauch sind Gedärme drin. Sicher das Dollar. Ich könnte das eure Zeichen sogar nicht nehmen. Okay. Nee, das macht's aber lustiger. Gedärme. Nein, weil er doch ein Sparschwein ist. Und das ist ein Symbol. Ey, Max, du bist aber direkte Konkurrenz gegen mich, ne? Ne, Max? Ja, du bist direkte Konkurrenz mit Iggy, weil ich hab was so Iggy so ein Toy Story gedacht. Wir hätten aber alle. Ja, aber wir haben beide was mit Geld zu tun, Max. Wie ist doch mal das eine Kind von Toy Story? Andy. Also Andy, ja. Typische Andy. It summons Atari cartridges. Ventus Amadeus. Ventus, Alter. Da stand da. Ja, ich hab's gerade noch gesehen. Guck mal, da steht Buba. Buba Bada. Skibidi Bobben Dada. Skibidi Buba! Ich will anfangen. Fuck! Stand up! Okay. Hier haben wir die Porzellinchen. Och, Junge! Du kannst von Toy Story. Du kennst das ist bestimmt schon. Ich habe kostet extra, leider. Okay, das ist gut. Bekannt als Dorfmatratze. Okay, alles. Also, alles meine Damen und Herren, ich habe für euch ein seltenes Bring Brady Plüsch. Nur 5 von diesem Fehlprint wurden hergestellt. Außerdem ist es ein sehr extrem obskurer FNAF-Charakter. Aus einem einzigen Videospiel kam da raus und das haben die meisten noch gar nicht gespielt. Hagen ist halt die Mary Sue und Gettys gelockt. Was zum. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, das Perfekte! Okay. Oh mein Gott! Oh, ich werde so gehasst dafür. Ich krieg nicht mal einen Vote, aber ich will den Joke bringen. Oh mein Gott, ich hab was Perfektes. Okay. You're up, Mike. Alright, also, haltet euch ganz gut fest, ja, denn ich zeige euch jetzt was Abgefahrenes. Und zwar habe ich hier letztens einen Crewmate von Among Us 1998 gefunden. Viele wissen das gar nicht, aber damals, in der alten Version von Among Us, sahen die Crewmates noch ganz anders aus, wie ihr sehen könnt. Fragt euch hier vielleicht, okay, aber was kann er überhaupt? Er trägt eine Kamera
um Beweise für seltsames Verhalten aufzunehmen. Ja. Er hat auch so ein paar Hände, mit denen kann er auch Tasks erledigen. Die waren nämlich damals ganz anders, wegen Limitationen. Ja? Haben Sie noch Fragen? Ist es nicht der Zyklop aus SpongeBob-Film? Ja, der kam nämlich auch gleichzeitig zu der Zeit raus, deshalb haben die da auch ein bisschen Inspiration genommen. Also SpongeBob hat Inspiration von Among Us genommen damals. Und ja. Bitte bestellen Sie den vor. Danke. Okay. Hier haben wir den guten alten Guy. Der hat ursprünglich Patchy the Biffer gehört, aber der wurde halt, ich sag mal, ausgeliehen. Aha. Und er hat nicht seine Marionettenfäden, da kann er ein bisschen, nur aber nur so ein bisschen leblos wirken. Aber es geht ihm gut, versprechen wir. Ich hoffe jeden Tag. Keiner sus. Hey, also ich habe hier einen mittelalterlichen Vibrator. Oh, Junge. Er wurde 1199 von Sir Vaginrich dem Dritten erfunden. Der Griff hinten dient, damit er, also wenn man ihn dreht, dann vibriert das Ganze. Und ja, so nutzt man das. Also wenn man so ein bisschen reden möchte, dann ist es die perfekte Wahl. Warum ist das actually gut? Oh Junge, oh Mann. Ich tendiere dazu, es zu wählen, Mann. Mann. Junge, wie viele Worte muss das von Ingi haben? Ja. Alter, 1, 2, 3, jetzt kommt 6 oder so? Also, der Vibrator war schon sicher. Alter! Alter! Und dann hab ich gar nicht so viel dafür bezahlt! You made a pretty penny! You made a pretty penny! Damit ihr glücklich seid, ich hab diesmal nichts mit Among Us genommen. Danke. Das erste Mal war es aber zu funny. You're up, nicht ah, ja. Oh, das ist perfekt, weil ich habe hier einen mittelalterlichen Bodypillow. Body. Einfach stand ein Body. Body. Nee, das ist der Sinn hinter. Er besteht aus echtem Blauton aus 1090 von dem berühmten Single Singloris dem Vierten. Früher hat man gern solche Blautonfiguren genommen, wenn man einsam ist. Kann ich verstehen. Kann da könnte ich auch nicht widerstehen. Diese Augen, also diese Glubschaugen, diese Wackelaugen. Wir haben schon was. Cobra! Okay. Hier haben wir unseren guten Mogelstaub. Oh mein Gott. Es ist nicht wirklich aus Stoff, aber es fand sich. So. Damit es überleben kann. Man denkt, Feuer ist sehr effektiv dagegen, aber es ist Typ Feuer! Der Lebensort ist heute von alten Frauen, die so ähnliche Figuren stecken wie unser Mogelstoff. Damit es easy einfach so reinschmuggeln kann, um einfach so zu überleben. Gibt's auch Mobile? Ja, natürlich. Ist das shiny, das Ding? Na, das ist die Standardfarbe sogar. Noch besser. Okay. Okay. Also, es gibt verschiedene Farben. Okay. Also, wir haben hier. Oh mein Gott, der crazy. Einer Frogger-Statue. Frogger war damals ein beliebtes Arcade-Spiel, falls ihr das nicht wisst. Und der Hype sorgte für eine Masse an Merchandise-Prototypen. Hier haben wir einen davon. Damals wurde der aber auch fälschlicherweise als Kermit interpretiert. Aber der große, fette Frogger-Schriftzug an der Unterseite widerlegt das. Kann ich ihn sehen? Nein, das ist leider nur ein 2D-Bild. Ah, schade. Wenn du es kaufst, kannst du es sehen. Okay. Ja. You're up, Mike! Okay. Also. Oh, ich habe Widowmaker Sniper Rifle noch von Overwatch 1. Gott. Ja, von. Oh, ich denke, dass es aus dem ersten Spiel ist, ja. Die Physics davon sind ein wenig anders, als man es heute kennen würde. Man kann damit zoomen und auch gut spannen. Hiermit könnt ihr auch die Jiggle Physics von anderen Menschen beeinflussen. Oder einfach gleich die Leute damit wegsnipen. Piu! Okay. Kann der auch Tinte schießen? Ja.
Die sind tatsächlich alle sehr stark, ne? Ja, die sind, das ist eine wirklich gute Runde. Das ist echt gute Runde von allen. Also, ja, finde ich auch. Find das ich gefällt auch. Mir tatsächlich, also... Okay, derjenige, okay. Den ich halt jetzt... Oh, stimmt, ich keins von... Oh, da bin ich noch nicht gewählt. Das ist bisher... Oh Gott. Es tut mir leid, ich wollte eigentlich alle einmal wählen. Ich habe vergessen, wen ich jetzt noch nicht gewählt hatte. Das fand ich auch nicht schlecht. Oh, drei Würste. Das ist fair. Das ist fair. Au. Am Ende haben alle. Ja. Muggelstoff. War es nur drei Votes? Einfach meine Votes. Komm, ich hab's gesehen und dachte, okay, das ist Muggelbaum. Nein, das ist Muggelstoff. Oh. Ich krieg echt alle drei. Krieg jetzt alle drei? Ja. Ja. Hey, das ist perfekt eigentlich, da bin ich das ist, zufrieden. Das ist perfectly balanced, as all things should be. Ja, ja, tatsächlich. Ja. Widowmaker Sniper Rifle. Mike, du hast am meisten verdient, einfach weil dein so wenig gekostet hat. Ja, aber ich bin auch letzter Platz, also brauchte ich das. Ja. Ich bin immer noch letzter Platz. Weil du dann wirklich dieses hast und dann auch mehrere Runden hintereinander, ne? Mittelalterlicher Single Starter Set. Granny und Piraten lieben es. Der Froschkönig. Ah, smart. Ah, smart. No more Among Us Starterpaket. Ich finde, die sind alle gut. Ja, ich finde die auch alle gut. Ich muss mich halt für eins entscheiden. Aber Froschkönig fand ich halt richtig smart. Oh, niemand hat meins genommen. Ich dachte, haha, jetzt können wir den Amogus abschießen. Ne. Ja, aber da hast du Amogus hingeschrieben, also da war Amogus. Hä? Aber jetzt gedacht. Endlich! Hm? Endlich! Endlich! Ich bin kein Frosch mehr! Ihr Loser! Okay, also. Dann gedacht vielleicht, was ist das? Sieht aus wie ein Sack voll Scheiße oder so. Aber nee! Das ist eine McDonald's-Tüte. Ja. Hope you have an appetite for Cheeseburger, Double French Fries, Chicken McNuggets and Wings. Mit süßer Sauersoße. Ja, hab's halt irgendwo gefunden. Wollte es eigentlich selber essen, aber ich dachte, ich bin mein Ehrenmann und verkauf's an euch weiter. Also schmeißt euch alle gerne dran. Also. Wir haben hier Mr. Krabs ersten Groschen. Ja, dieses legendäre Artefakt beweist, dass Mr. Krabs ein alter Knacker ist. Und Legenden sollen besagen, dass er diesen Groschen im Kindergarten von Plankton gestohlen hat. Oh, nein. Fun Fact übrigens, Thaddäus hat den Groschen nicht in Mr. Krabs Hose gesteckt. Was? Versteh ich nicht. Ja, so ist das halt. Cobra! Okay. Try not to scream. Hey, ein bisschen Déjà-vu. Ich frage mich nur, was das ist. Das ist natürlich Porzellitis neuer Verehrer. Ach, Max. Hey, oh könnt ihr euch noch an gestern erinnern? Du und ich fand euch dasselbe. Nun packen wir einen Lover. Oh, Mann. Falls die Woody kaufen wollte, der hat sich mit seinen Studenten hängtripp. Alter, das kam aus dem Nichts. Ich muss doppelt und dreifach lachen, weil tatsächlich habe ich den einzig wahren. Oh nein, nein! Mann! Ey, ihr seid so unkreativ! Wir sind alle scheiße! Er wurde 1988 erstmals hergestellt. Weltweit gibt es nur drei, die Schicksal. Er unterscheidet sich von neueren Exponaten, besonders wegen dem Giftkeks an seinem Bauch. Gift? Giftkeks? Déjà-vu. Déjà-vu. Ja, sein... Déjà-vu. Oh, so unkreativ, wir haben das gleiche von gestern recycelt. Mann. Ja, ich hatte mir auch ja, aber miau! Was denkst du, warum ich die Tür zu nehmen? Was? NFTs? Was stand das mit NFT gerade? Was? Oh mein Gott! Die McDonalds-Tüte. Ba-da-ba-ba-ba. Wie viele Leute hatten Hunger? Zwei Leute hatten Hunger. Ich hab weniger erwartet, von daher. Nicht letzter! Das ist eine gute Runde für mich. Also, ich weiß, meinst du sowas von unkreativ? Das ist auch unkreativ. Musiman! Also, ich habe hier
den linken Arm von Bonnie gefunden. Ja, wir haben Freddy, mein fucking Head is gone. Bonnies fehlender Arm wurde gefunden. Das Gesicht suchen wir jedoch noch vergeben. Oh, schade. Aber darauf steht Eigentum von Fazbear Entertainment. Wir wissen nicht so ganz, was das zu bedeuten hat, aber das macht es nur umso mysteriöser und damit auch wertvoller. Ah. Aber warum sieht deine Hand so komisch aus? Wofür braucht er die ganzen... Okay. Na gut. Komm! Oh mein Gott! Mein jetzt als Kind. Das ist doch Edward mit den Scherenhänden. Ja, Happy Halloween. Hier haben sie den Brückenkinder Killer als kleinen Hosenscheißer. Nice. Hosenscheißer. Wenn sie es zerstören möchte, ist es Michael Myers, du kannst sie nicht zerstören. Oh. Du kannst sie für immer behalten. Oh. Aber du wirst sie nicht mehr für immer behalten können, dann wirst du tot sein. Oh, cool, eine Puppe, die mich tötet. Ich nehme gleich zwei. Okay. Imagine Leather from Snake. Also, ich habe ein magisches Item für euch. Und zwar habe ich für euch der Spiegel der bösen Hexe. Ja. Oh, mit diesem Spiegel werdet ihr der oder die hübschste im ganzen Land sein. Außer eine Schneewittchen mit 7 Sims existieren. Spieglein, Spieglein an der Wand. Für eine kleine Summe liegt dieser Spiegel in deiner Hand. Oh mein Gott. Cool. Also, ich habe ein sehr, sehr wertvolles Exponat. Und zwar haben wir hier. Bulli das Pferd. Och Mann! Oh Junge! Fahren wir einfach Toy Story nach! Dieser Prototyp aus 1940 ist das letzte. Nachdem die Fabrik im Jahre 1941 in einem schrecklichen Feuer unterging. Immer diese Nazis. Es hat keine Beine, weil die Leute zu faul waren, ihm Beine zu geben. Limau! Das macht ihn wertvoller. Das ist ein limitiertes, beinloses Objekt. Das wird so auf eBay für 1 Million verkauft. Da es 1940 gemacht wurde, hat es bestimmt Hitler gehabt. Das ist dazu schreiben müssen. Oh Mann. Die Idee von mir war zwar so komplett unkreativ, aber ich finde das, was ich drunter geschrieben habe, war lieber. Bonnie, wenn er sieht, dass du seine Hand verkauft hast. Der Spiegel, der böse. Oh, was? 4 Votes, krass! Verschollene Meisterwerke. Déjà-vu-Pack. Auch dicke Leute können hübsch sein. Keine Fakes, versprochen. Marx? Frogo to Humanus. Oh! Oh, Moment mal. Gut Ending. Warte. Kann das sein, da ich mehr Geld bekommen habe, dass einfach eine schöne Person wurde dann? Eine schöne Person? Fandest du die andere nicht schön?